Diese alte gehbehinderte Frau wurde gehindert, ihre Demonstrationsrechte wahrzunehmen. Was hier in der BRD stattfindet und wie hier ganz still und heimlich die Demonstrationsfreiheit weggenommen wird, das erklärt sich wunderbar mit diesem Video. Hallo, hier ist Wim, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. In München fand eine Demonstration gegen Altersarmut statt und hier wollte die alte Dame gehbehindert teilnehmen und wird abgeführt durch die Polizei. Die Polizeiführung hat offenbar die Anweisungen, Demonstrationen gegen Merkel zu unterbinden und Störer ungehindert ihr Werk vollbringen zu lassen. Was war genau passiert? Das hat der YouTuber Stefan Bauer genau hier mit einem Video festgehalten. Und zwar, wie es üblich ist in der Merkel-BRD, stören hier Teilnehmer einer Gegendemo, die Demo. Und hier wird auch lautstark mit Megafon gerufen, Platz genommen, hier entsprechend die Gesichter verdecken sie sich. Und das wird auch generell, Vermummungsverbot von Gegendemonstranten wird nie, greift nicht. Und ja, es gibt das sogenannte Versammlungsgesetz hier auf der Jure.org, Paragraph 21. Wer in der Absicht, nicht verbotene Versammlungen oder Aufzüge zu verhindern oder zu sprengen oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht oder grobe Störungen verursacht, wird mit einer Freiheitsstrafe und so weiter bestraft. Ja, das findet in der aktuellen Merkel-BRD eben nicht statt. Da wird gar nichts bestraft. Diese Personen werden immer wieder geduldet, regelmäßig geduldet. Hier wird massiv gestört. Hier wird massiv auch gegen das Vermummungsverbot verstoßen. Die Gegendemonstranten stehen direkt an den normalen Merkel-Gegnern dran. Und hier zufälligerweise sind hier noch keine Gewalttätigkeiten, haben hier noch keine Gewalttätigkeiten stattgefunden. Allerdings, wenn hier jemand die Polizei beauftragt, bitte, wir wollen hier in Ruhe demonstrieren, sie tun nichts. Und jetzt ist Folgendes passiert: Diese ältere Dame hat einfach ist zur Tat geschritten und hat hier eines dieser Plakate wohl jemandem aus der Hand gerissen, und anstatt die Gegendemonstranten, die sich hier wirklich hineindrängen, die mitten in der Demonstration stehen und mit Megafon auch diese Demonstration stören, anstatt diese zu entfernen, wird die alte Dame entfernt, und das Ganze geht ja, die ganze Demo in München, das Video ist vom 24. Ersten, da die komplette Demo lautete, deren Motto Fridays gegen Altersarmut. Also diese alte gehbehinderte Dame dürfte eine der Betroffenen sein, die hier genau, für die hier genau demonstriert wird. Noch einmal das hier. Und hier will ich zeigen, wie eine Zeugin mit dem Reporter entsprechend sich unterhält und das Ganze beobachtet hat. Das ist doch lächerlich. Die wird abgeführt und irgendwie machen sie gar nichts. Es ist doch hier Irrenhaus. Sie haben das jetzt gerade miterlebt. Da ist jetzt eine ältere Dame von der Polizei. Sogar gehbehindert. Angeblich hat sie einem Antifanten da etwas irgendein Plakat aus der Hand gerissen. Ja, dafür haben sie sie abgeführt, diese Menge an Polizeibeamten, und fast mit Gewalt abgeführt, damit sie ihre Personalien abgibt. Also, aber gegen die da drüben, Passiert gar gar nichts. nicht, passiert gar nichts. Ja, so viel hier erstmal. Also der Reporter hat das gesehen, hat hier das entsprechend wahrgenommen, wie diese Dame abgeführt wird. Und die Zeugin sagt hier entsprechend,
dass die Gegendemonstranten die ordnungsgemäß angemeldete Demonstration stören. Und die Polizei agiert hier entsprechend und nimmt die Demonstrantin fest. Also das findet jeden Tag hier in der BRD statt. Im Vorfeld fanden entsprechende Diffamierungen dieser Demonstration auch statt. Und das ist, mit dem wir hier heute zu tun haben. Danke für die Aufmerksamkeit.